Ich glaube, wenn wir über die großen Zukunftsfragen nachdenken, dann kann die Antwort nur Technologie sein. Innovation. Wir sagen Danke. Wir haben ungeahnte Möglichkeiten, mit jungen Talenten großartige Forschung zu machen. Danke an alle Visionäre und Entdecker. Also ich habe hier lauter Rennpferde um mich rum, die wirklich was bewegen wollen. Es verbindet Geschichte und Tradition mit wirklich Forschung, die am Puls ist. Das ist wirklich world-leading technology, was wir hier haben. Danke an die Pioniere, die den Grundstein legten. Eine ganz interessante Zeit, in der viele Menschen idealistisch unterwegs waren und gesagt haben, wir müssen was ändern. In dieser Zeit ist das KIT entstanden. Danke an die Lernenden, die niemals aufhören, Antworten zu suchen. Das Innovative bei uns in der Lehre ist, dass wir zum einen es schaffen, wirklich explorativ neue Konzepte zu untersuchen, aber dann relativ schnell in den 1-zu-1-Maßstab springen und überprüfen, ob diese praxistauglich sind. Danke an alle, die von großem träumen. Ersten Studentinnen dann auch im 20. Jahrhundert. Das KIT kann sehr stolz auf sich sein, denn wir sind die erste technische Hochschule Deutschlands. Wir haben einige Nobelpreisträger hervorgebracht. Als ich dort noch studiert habe, habe ich mir immer überlegt, wow, und an dieser Stelle stand jetzt vielleicht mal Carl Benz. Die Alleinstellung vom KIT ist, glaube ich, wirklich dieses große Gewicht an Forschung und Wissenschaft auf der einen Seite, die exzellente Lehre, aber dann auch der Fokus auf Innovation. Danke an alle, die für eine bessere Welt forschen. Man kann sich ja vorstellen, was die Welt auch ohne das KIT wäre, wenn man einfach mal sieht, welche bahnbrechenden Erfindungen am KIT gemacht werden. Wir reden vom Verbrennungsmotor, wir reden von der Ammoniaksynthese, wir reden von großen Erfindern wie Heinrich Hertz zum Beispiel. Wir forschen an einem Thema der Gesundheit der Zukunft. Dass wir ein ganzes Herz drucken können zum Beispiel. Denn jeder Patient sollte das Herz dann bekommen, wenn er es benötigt und nicht, wenn ein Spender gefunden wird. Es sind tatsächlich diese großen Fragen. Wo kommt dieses Universum her? Wie funktioniert es? Warum ist das alles möglich? Die Komplexität der Dinge um uns herum sind absolut faszinierend und die können beschrieben werden durch sehr einfache Symmetrien und Strukturen. Wir machen 3D-Druck vom Feinsten. Additive Fertigung auf der Mikrometerskala. Objekte, die so klein sind wie ein Staubpartikel, aber auch so groß sein können wie ein Zuckerwürfel. Wir müssen aufhören, fossile Kraftstoffe zu verbrennen. Wir müssen elektrifizieren, was zu elektrifizieren ist. Und dieser riesengroße Bereich, der übrig bleibt, für den brauchen wir synthetische Kraftstoffe, damit wir auch in Zukunft noch klimaneutral fliegen können. Fokussierung auf diesen technologischen, innovativen Themen, gepaart mit der hohen Leistungsdichte der Studenten, der Professoren. Ich glaube, so wird Zukunft für unseren Planeten gestaltet. Danke an alle, die Brücken bauen. Ja, wir haben die Chance, das, was wir so theoretisch im Studium erlernen, in der Praxis anzuwenden und in anderen Ländern damit neue Perspektiven und Chancen zu schaffen. Die Erkenntnisse, die wir in der Forschung haben, wirklich in eine Innovation, in die Industrie, in den Markt zu bringen, das ist für mich die ganze Pipeline des Wissenschaftstransfers. Das heißt, die hat wirklich Impact für die Gesellschaft. Dem KIT wünschen, dass es weiterhin das Selbstbewusstsein und die Disziplin hat, sich als Elite-Universität zu beweisen. Ich wünsche dem KIT, dass man einerseits stolz ist auf das Geleistete in der Vergangenheit, sich aber gleichzeitig nicht darauf ausruht, sondern immer wieder motiviert ist, neue Dinge zu wagen, neue Innovationen hervorzubringen.
dass wir die Geschichte aufarbeiten mit den Frauenrechten und noch mehr Professuren und Nobelpreisträgerinnen hervorbringen. Um ein Ort der Zukunft zu sein, muss vor allem wirklich auch das kritische und kreative Denken der Studierenden gefördert werden. Sehr gute und mutige Studierende. Passionierte Professoren und Professorinnen. Innovativ und neugierig sein. Um weiterhin exzellente Forschung zu betreiben. Ich wünsche mir, dass das KIT wesentliche Beiträge zu Lösungen, Lösungsansätzen für die zukünftige Gestaltung unserer Gesellschaft, unseres Lebens liefert, damit dieser Planet lebenswert bleibt. Danke an alle, die Zukunft gestalten. KIT, Ort der Zukunft, seit 1825.